Ich hoffe, Petri, ist nichts passiert. Ich habe noch nie so viele Streifen von Himmelsfeuer gesehen. Ich auch nicht. Der Himmel war so hell, dass man blinzeln musste. Wartet mal, was ist mit dem Felsen, auf dem Petri lebt? Wow, der sieht irgendwie anders aus. Oh, Littlefoot Chomper Ruby, mir froh, euch zu sehen. Wir wollten euch helfen. Ist mit euch alles in Ordnung? Wir in Ordnung, aber unser Hause leider nicht. Schön, dass ihr gekommen seid, Kinder. Wir brauchen eure Hilfe. Ich sag's ja nur ungern, aber ich hab Hunger. Mm. Yummy, ein Bodenkrabbler! Durch das viele Himmelswasser ist es schwer, was zu essen zu finden. Ich habe einen Dino-Hunger. Naja, wenigstens haben wir etwas von unserem Nest gerettet. Das nicht viel, aber guter Anfang. Petri, was hast du vor, Junge? Wir bauen Nest wieder zusammen. Der Felsen kann unser Nest nicht mehr halten, Petri. Aber dass unser Hause... Tut mir leid, Petri. Dort ist es jetzt nicht mehr sicher. Wir es überdachen, dann auch schön trocken. Die Tage des fallenden Wassers dauern noch eine Weile an. Aber wenn wir hier bleiben, dann wird unser Nest immer und immer wieder weggespült. Oh. Tut mir leid, Kinder. Aber ich fürchte, wir müssen umziehen. Steinstarke Sache! Na schön. Umziehen. Becky, was soll denn das? Meine kleine Schwester kann nicht schwimmen. Sie muss ja auch gar nicht schwimmen. Es ist so flach, dass sie stehen kann. Tricia, komm sofort aus dem Wasser raus. Da war was. Tricia! Ich rette dich! Ich hab dich, Tricia! Es ist alles wieder gut! Ist mit dir alles in Ordnung, Zera? Mir geht's bestens. Aber Tricia wäre beinahe untergegluckert. Wenn du nicht so viel vom Schwimmen erzählt hättest, dann wäre Tricia gar nicht erst ins Wasser reingesprungen. Oh, das tut mir leid. Ich wollte nicht, dass... Ducky, die Tage des fallenden Wassers können für junge Dinos wie Tricia sehr gefährlich sein. Aber Tricia möchte wieder reinkommen. Was machen wir jetzt? Nicht wir, sondern ich. Ich werde Tricia Schwimmen beibringen. Du? Aber Dreihörner sind nicht gerade die besten Schwimmerzehrer. Dreihörner können alles, was sie wollen. Umziehen, umziehen. Oh, wir wollen nicht umziehen, wir lieben zu Hause. Ich weiß, Petri, ich liebe auch unser Zuhause. Aber wir müssen ein neues Zuhause finden. Eins, das sicher ist. Aber neues Hause wird nicht unser Hause. Mach dir keine Sorgen, Petri. Als Ruby und ich zum ersten Mal in die geheimen Höhlen gezogen sind, dachten wir, sie sind dunkel und eiskalt und ganz doll unheimlich. Aber dann stellte sich raus, dass man dort super leben kann. Ich liebe mein neues Zuhause. Mach's gut, altes Hause. Auf Wiedersehen, alten Freunden. Petri, nur weil du dein altes Zuhause verlässt, heißt das doch nicht, dass du auch deine Freunde verlässt. Ja, genau. Und wir helfen dir bei deinem Umzug. Wirklich? Also dann, Kinder, lasst uns ein neues Nest bauen. So schön, Tricia. Paddel einfach mit deinen Vorderfüßen in etwa so. Oh, du
Du darfst ihre Hinterbeine nicht vergessen. Die müssen so machen. Ich weiß Bescheid. Hm? Patricia, jetzt reicht's aber. Also mit deinem Hinterbein paddelst du ungefähr so. Deine Hinterbeine sollten nicht nur aufstampfen, sie sollten dich wegdrücken. Also schön, Ducky. Wenn du so genau weißt, wie man schwimmt, warum unterrichtest du sie nicht? Naja, Schwimmer zeigen anderen nicht, wie man schwimmt, weißt du? Wir schwimmen einfach. Im Gegensatz zu Dreihörnern. Aber dank dir will Baby Tricia jetzt ein Schwimmer sein. Also das ist gar nicht so schlecht. Ist es doch, weil sie nicht schwimmen kann. Und wenn ihr während der Tage des fallenden Wassers irgendetwas passiert, dann ist das ganz allein deine Schuld. Oh nein, ich will doch nicht, dass Tricia etwas passiert. Wirklich nicht, nein, nein, nein. Gut, dann zeigt Tricia, wie man schwimmt. Auf der Stelle! Ich will's versuchen. Alles in Ordnung mit euch, Kinder? Alles klar. Ja. Oh. Altes Hause, neues Hause, egal. Hauptsache, irgendein Hause. Hey, wie wär's mit die Stelle unter die Baumstamm? Der ist doch gar nicht dick genug, um uns zu schützen, Petri. Aber was ist, wenn wir nie Hause finden, das richtig für uns ist? Wir finden schon was. Also schön, zuerst bewegst du deine Arme, deine Beine im Kreis. Siehst du? Genau so. Sehr gut. Und weiter, jetzt beweg deine, anderen Beine. Und zwar so. Das ist schon ein guter Anfang. Jetzt versuchen wir es im Wasser. Na großartig, Ducky. Du hast Tricia beigebracht, wie man noch mehr rumplanschen kann. Nicht schlecht für den Anfang. Dass du einen Platz für eine Pause gefunden hast. Das ist nicht nur ein Platz für eine Pause, Petri. Das ist unser neues Zuhause. Neues Hause? Sieht für mich nicht aus wie neues Hause. Wart's nur ab, bis wir unser Nest gebaut haben. Ja! Danke, dass ihr uns so schön geholfen habt, Kinder. Dazu sind Freunde doch da. Sieht noch nicht aus wie Hause. Sieh doch mal genau hin, Petri. Hier liegen die Zweige von eurem alten Nest. Und wir sind auf einem Felsvorsprung. Das war euer altes Nest doch auch. Und von hier aus hat man eine super tolle Aussicht, genau wie bei deinem alten Zuhause. Na ja, vielleicht. Na schön, wir machen neues Nest, so wie altes Nest. Das Stöckchen hierhin, das Stöckchen dahin, das Stöckchen halb hier und halb da und Kuschelstock ganz dicht bei mich. Oh, mein
mein Kuschelstock. Wir müssen ihn auf unserem Weg hierauf verloren haben. Verloren? Ich darf ihn nicht verloren haben. Ich habe Kuschelstock, seit wir in großes Tal gekommen sind. Ich kann nicht schlafen ohne ihn. Ich muss ihn wiederfinden. Petri, nicht! Hier ist es viel zu gefährlich und du bist noch viel zu klein. Ich mach das für dich. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Pass auf! Ein Erdrutsch! Nein! Man kann gar nichts mehr erkennen. Überall ist dieses Matschepampe-Wasser. Was wir machen jetzt? Augenblick mal. Ich rieche irgendetwas. Noch mehr Bodenkrabbler? Nein, Petris Mama. Vielleicht kann ich sie mit meiner Nase aufspüren. Nein, nicht. Lasst uns sein. Lasst unsere Mama zufrieden. Leute, das Ganze in Ordnung. Chomper, mein Freund, er sie retten will. Jetzt kann sie besser spritzen als vorher. Sie kann schon viel besser rumplanschen als vorher. Und wie soll ihr das helfen zu schwimmen? Sie muss sich im Wasser wohlfühlen, weißt du? So wie zu Hause. Bald ist sie in der Lage, ganz allein zu schwimmen. Oh ja, das wird sie, glaub mir. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Seht ihr? Was macht er da? Er ist Modderpampe. Aber warum? Hat er Hunger? Hat der scharfe Zähne? Das sieht gefährlich aus. Oh nein, Mami! Er wird sie auffuttern! Mir geht's bestens. Aber der arme Chomper musste sehr viel Modder schlucken, um mich zu retten. Das geht schon klar. Der Modder ist eklig. Aber da drin zappeln ein paar leckere Bodenkrabbler herum. Wie geht's? Du vielleicht komisches Geschmack, Chomper, aber du ganz großes Held. Danke, dass du unsere Mama gerettet hast, Chomper. Ja! Vielen Dank. Meine Geschwister völlig recht. Das ist sehr schön, wenn man hat guten Freund. Wie kannst du dich selbst Schwimmer nennen, wenn du nicht in der Lage bist, Tricia das Schwimmen beizubringen? Tut mir leid, Sierra. Aber wenn man schwimmen lernen will, braucht man Zeit und Geduld, besonders wenn man ein Dreihorn ist. Uns läuft die Zeit davon und ich habe keine Geduld. Tricia? Oh nein, wo ist sie hin? Tricia hat gelernt, wie man schwimmt. Ich habe es ihr beigebracht. Ja, das hab ich, das hab ich. Na schön, Ducky. Das hast du gut gemacht.
Danke, Zera. Jetzt ist Tricia eine bessere Schwimmerin als du. Besser als ich? Ha, das glaube ich nicht. Pass auf! Siehst du, ich bin die beste Dreihornschwimmerin aller Zeiten. Da ist das Wasser ganz flach. Hey, das Himmelswasser hat aufgehört. Und seht mal, die große helle Scheibe kommt wieder raus. Mir glauben wir heute schlafen auch ohne meine Kuschelstock tief und fest. Tut mir leid, dass ich ihn dir nicht bringen konnte, Petri. Oh, das hätte ich ja fast vergessen. Das ist meine Kuschelstock. Ich habe ihn da unten bei den Raben gefunden, Petri. Oh. Wow, danke, Chompa. Jetzt fühle ich mir wirklich wie Hause. Hallo, kann mir mal jemand helfen, das Ding von meinem Horn abzumachen? Los, kommt, Freunde, packt alle mit an! Ruby, hast du dir wehgetan? Du Ricarino, mein Stern! Ich sehe auch manchmal Sternen, wenn ich falle. Nein, mein Schlüpftagstern. Seht ihr? Das ist der da oben rechts. Er ist etwas Besonderes. Man sieht ihn nur in 3 Nächten in der kalten Zeit. Er ist nur 1 Fuß breit von der Nachtscheibe entfernt. Mein Schlüpftagstern. Schlüpftag? Was ist denn das? Das ist der Tag, an dem man aus dem Ei schlüpft. Meine Mama hat gesagt, derselbe Stern war an derselben Stelle, an demselben Tag, an dem ich aus dem Ei geschlüpft bin. Ach ja! Und als wir das geheimnisvolle Jenseits verlassen haben, war auch dein Schlüpftag. Alles Gute zum Schlüpftag, Ruby. Schön, dass wir diesen Tag noch zusammen verbringen können. Ja, finde ich auch. Ich liebe euch, sagt nicht aus, wie sehr ich euch liebe. Wir haben dich auch sehr lieb, Rubilein. Ich vermisse euch jetzt schon, obwohl ich noch gar nicht weg bin. Du musst lernen, wie Chompas Freunde im großen Tal zusammenhalten, meine Kleine. Ja, Ruby, dieses Wissen kann uns eines Tages retten vor... Rotklaue! Schnell, beeilt euch, Kinder! Schnell, Ruby! Komm, Ruby, da lang! Felsen. In der Richtung liegt das große Tal. Los, komm! Auf Wiedersehen. Das war der letzte Tag, an dem ich meine Familie gesehen habe. Entschuldigt, Freunde. Schlüpftage mit meiner Familie waren immer so fröhlich. Wenn ich daran denke, werde ich ganz traurig. Ich wollte dich wirklich nicht traurig machen, Ruby.
Los, komm. Spielen wir noch ein paar Schattenspiele. Danke, Chomper. Aber mir ist jetzt nicht mehr nach Spielen zumute. Heute ist dein Schlüpftag, Rubilein. Und es ist wichtig, dass du sauber bist für deinen Festtag, weißt du? Ach, meine Kleine, ein Schlüpftag ist immer ein ganz besonderer Tag. Warum werde ich bloß immer so traurig, wenn ich an meinen Schlüpftag denke? Ich wollte Ruby doch gar nicht traurig machen. Ich wollte nur, dass sie fröhlich ist. Hey, das bringt mich auf eine Idee. Machen wir doch eine kleine Geschenkefeier für Ruby. Das ist eine steinstarke Idee. Oh ja, oh ja. Und wir können sie damit überraschen. Wir lieben Überraschungen. Moment mal, Freunde. Augenblick. Also, was ist Ruby am liebsten? Das weiß ich. Die süßen Blasen. Oh ja, ja, ja. Süße Blasen mag sie am liebsten, das weiß ich auch. Wir sammeln sie gleich morgen früh, wenn die große helle Scheibe aufgeht. Ja, wir bereiten Ruby den schönsten Schlüpftag aller Zeiten. Was ist, wenn Ruby uns entdeckt? Dann ist die Überraschung kaputt. Ruby ist mit Waschen beschäftigt. Das ist ein guter Zeitpunkt. Wo wollen wir denn hier süße Blasen finden, Freunde? Immerhin wachsen die nicht auf Bäumen. Nein, Sera, aber sie wachsen versteckt an Büschen in wucherndem Gras. In wucherndem Gras? Nein. Es spielt keine Rolle, wo sie wachsen, wenn sie Ruby nur wieder fröhlich machen. Und dafür würden wir überall hingehen, richtig? Richtig. Richtig? Und los! Doch gelacht. Gut, jeder schnappt sich ein Ende. Das war kein Felsen. Oh nein, nein, nein. Ein Felsen? Was macht ihr Kinder eigentlich hier? Wir wollen süße Blasen sammeln. Ach was, aber diese gehören mir. Such gefälligst irgendwo anders. Ohne die süßen Blasen werden wir auf gar keinen Fall wieder von hier weggehen. Ist das klar? Igitt! Das war echt gemein. Was wir tun jetzt? Ich bin ein Schafzahn. Ich kann ihm Angst einjagen. Er nicht sehr viel Angst. Und wenn wir ihm sagen, wozu wir die süßen Blasen brauchen? Er wird vor lauter Fresserei gar nicht zuhören. Kannst doch mal versuchen. Entschuldigung,
Wir brauchen die süßen Blasen für den Schlüpftag unserer Freundin. Die isst sie am liebsten. Schlüpftag? Sagtest du gerade Schlüpftag? Schon als Schlüpfling habe ich meinen Schlüpftag am liebsten gefeiert. Nehmt so viele ihr wollt. Es hat geklappt! Ja. Es geht doch nichts über den Schlüpftag, wenn man sich Dino wohlfühlen will. Alles Gute zum Schlüpftag, Ruby. Zwar nicht mit meiner Familie zusammen sein, aber dafür mit meinen Freunden. Und wenn ich nicht allein bin, dann muss ich mich auch nicht allein fühlen. Aber zuerst muss ich mal meine Freunde finden. Was für ein schöner Geschenkeplatz. Ach, sollte nicht vielleicht jemand, der sich ein bisschen besser mit Geschenkefeiern auskennt, die Anweisungen geben? Chompa? Oh? Das ist Ruby. Oh nein, nein, nein. Ducky, Chompa, wir halten sie auf. Zera, du bereitest den Rest vor. Alles klar. Hallo, meine Freunde. Meine Freunde, hallo. Hallo, Ruby. Stimmt irgendwas nicht? Nein, wir wollten nur... Wir haben gerade einen langen Spaziergang hinter uns. Wir sind fix und fertig. Das sind wir. Oh ja. Oh, also ich habe gehofft, wir könnten zusammen sein und ein bisschen spielen. Wir machen erst mal ein Nickerchen. Vielleicht spielen wir später. Oh, na schön. Dann gehe ich eben zu meinem Nachdenkeplatz und sehe mir meinen Schlüpftagstern an. Ich denke, ein einsamer Schlüpftag ist besser als gar kein Schlüpftag. Denn wenn ich keinen Schlüpftag hätte, dann wäre ich nicht aus dem Ei geschlüpft. Und wenn man nicht geschlüpft ist, dann ist man noch einsamer als an einem einsamen Schlüpftag. Oh nein! Herzschütteln! Oh nein! Ruby schreit um Hilfe! Sie ist an ihrem Nachdenkeplatz. Los, mir nach! Hilfe! Dieser Schlüpftag darf nicht mein letzter Tag sein! Dass ich da drin war. Wir haben deine Schreie gehört und Chompa wusste genau, wo du bist.
Was könnte man sich sonst noch wünschen, als so tolle Freunde wie ihr seid? Naja. Du könntest dir eine Schlüpftag-Überraschung wünschen. Eine Schlüpftag-Überraschung? Was für eine Überraschung! Oh nein, unsere schönen Geschenke. Die süßen Blasen. Durch das Erdschütteln müssen Steine runtergerollt sein. Mhm. Wir hatten eine kleine Schlüpftag-Überraschung für dich vorbereitet. Ja, dein Lieblingsessen, süße Blasen. Hier, die waren für dich, Ruby. Tut mir leid, dass dein Schlüpftag nicht ganz so fröhlich ist. Aber er ist doch ganz fröhlich. Ja, das ist er. Mein Schlüpftagstern. Wisst ihr, ich bin zwar nicht bei meiner Familie, aber ich fühle mich bei euch wie zu Hause.